und Frau, das sind ein Konstrukt, sagt die Gender-Ideologie. Wir Menschen sind alle gleich, für mich ist das eine Idiotie. Wir werden scheint von der Gesellschaft zum Männli oder Weibli gemacht. Die Theorie haben sie erfunden, wie sie wollen. Frauen an der Macht. Gender Mainstream heisst das Programm, es ist eine kranke Ideologie. Sie wird vom Staat verordnet, und zwar ohne Demokratie. Sie ist gegen die Natur und vor allem gegen den Mann. Nein, so ideologischer Scheissdreck, das muss ich wirklich nicht haben. Der Gottverdammte Genderisten sind total kranke Faschisten. Der Satan ist der Gendergott und das finde ich gar nicht flott. Ich kann nicht dafür, dass ich ein Mann bin. Ich bin eine Schöpfung von der Natur. Der total verblödete Gendermisch ist linker Faschismus pur. Als Mann bist du heute ein Verlierer, musst schwul oder ein Softy sein. Gender Mainstream nützt nur den Frauen, darum gibt's die Ideologie. Der gottverdammte Genderismus ist total kranker Faschismus. Der Satan ist der Gendergott und das fehlt ihm gar nicht flott. Genderismus ist total kranker Faschismus. Der Satan ist der Gendergott und das finde ich gar nicht flott. Der gottverdammte Genderismus ist total kranker Faschismus. Satan ist der Gendergott und das finde ich gar nicht flott.